Die taktischen Rundenkämpfe im Strategiespiel XCOM Enemy Unknown sowie dem Add-on Enemy Within sind teilweise schon knackig. Doch echten Strategen ist das nicht genug. Schließlich war der Schwierigkeitsgrad bei den Originalspielen UFO Enemy Unknown und XCOM Terror from the Deep aus den 90er Jahren deutlich härter. Mit der Mod Long War von John Lumpkin kommen selbst diejenigen ins Schwitzen, die alle Alien-Invasoren des Hauptspiels mit verbundenen Augen aufhalten konnten und für die der Iron Man-Modus des Strategiespiels ein leichtes war. Übrigens lässt sich dieser auch mit der Mod noch zusätzlich hinzuschalten. Das grundsätzliche Gameplay von XCOM bleibt auch mit der Mod erhalten. Nach wie vor stellt ihr in eurer Basis ein Team aus Soldaten zusammen und schaut, wo auf der Erde die Aliens angreifen. Habt ihr euch für eine Mission entschieden, bringt euch ein Shuttle zum Zielort. Hier müsst ihr die Aliens vernichten, Gefangene befreien, Technologien bergen und natürlich generell überleben. Long War bietet keine neue Story, sondern erweitert das Gameplay und die Länge des Add-ons Enemy Within durch mehr und härtere Missionen. Das zeigt sich schon ganz zu Beginn der Mod, denn in der Auswahl steht ein einfacher Schwierigkeitsgrad gar nicht mehr zur Wahl. Und selbst normal ist eher mit den härteren Modi aus XCOM Enemy Unknown zu vergleichen. Impossible verspricht ebenfalls nicht zu viel, denn wer diesen Modus meistert, sollte sich beim Militär mal als Meisterstratege bewerben. Eine weitere Neuerung, die Long War einführt, ist, dass man nicht mehr nur zu viert, sondern zu sechst, später sogar zu zwölft in den Missionen unterwegs ist, um die Aliens aufzuhalten. Denkt aber nicht, dass die Aufträge dadurch leichter werden. Die künstliche Intelligenz der Außerirdischen hat sogar im normalen Schwierigkeitsgrad dermaßen angezogen, dass es nicht selten vorkommt, dass eine Partie mit dem sofortigen Tod eines oder mehrerer Gruppenmitglieder beginnt. Hier wird jetzt jeder kleinste Fehler tödlich bestraft. Daher ziehen sich nun die Runden mit der Long War-Modifikation auch deutlich mehr in die Länge, da man länger über seinen nächsten Schritt nachdenken und immer neue Taktiken anwenden muss. Der Umstand, dass sich die Aliens sogar auch verbessern können und neue Fähigkeiten erlangen, bringt einen zusätzlichen Reiz ins Spiel. Die XCOM-Basis ist eure Zentrale, in der euch mit der Mod nun neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen, eure Helden zu verbessern. Zwar durftet ihr sie schon im unmodifizierten Hauptspiel befördern, jetzt stehen dafür aber noch mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So kommt ihr an neue Fähigkeiten, die in den anspruchsvollen Kämpfen in Long War taktisch klug eingesetzt werden sollten. Und nicht zuletzt schaltet ihr auch wieder über Forschung neue Technologien frei, die es im Hauptspiel ebenfalls so noch nicht gegeben hat. They make everyone around them better. Our snipers specialize in dealing massive amounts of damage from afar. But without sufficient training, they're vulnerable in close combat situations. Long War wird seinem Namen mehr als gerecht. Mehr Missionen in der Kampagne, die zudem durch den Schwierigkeitsgrad und die höhere Intelligenz der Gegner viel länger dauern, um sie zu meistern, lassen euch sicher wochenlang mit der Alien-Invasion kämpfen. Die Mod ist komplett auf Englisch und funktionierte bei uns auch nur, nachdem wir die Sprache unserer XCOM-Installation entsprechend umstellten. Gute Englischkenntnisse sind also zwingend notwendig. Ach, und übrigens, an die Mod sollten sich auch nur diejenigen wagen, denen das Hauptspiel deutlich zu lasch war. Alle anderen bekommen mit der Mod wohl so den Hintern versohlt, wie Brasilien im Halbfinale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft.